hallo ihr lieben Christian Schemeier, Paraport, Content Creator, und wir haben eine Frage zu dem Sein auf Social Media. Genau, ich bin auch froh, auch gerne, beantworte auch gerne mal andere Fragen, die jetzt nicht direkt mit der lieben Beziehung und Dating zu tun haben. Also ja, ich wollte nochmal sagen, wir machen mal, ich drücke den Abo-Knopf Februar. Gucken wir immer noch locker 50% hier meinen Kanal, ohne auf den Abo-Knopf zu drücken. Wenn du irgendwie mich unterstützen willst, tipp einfach mal, einfach kurz Maus, tick-tack, Abo, würde mir sehr helfen, danke. Schickt einfach über ein Formular auf Liebeschip. Und wir haben, lieber Christian, ich habe dank deiner Kurse, die ich fast alle gekauft habe, macht die fucking Kurse, gebt die 5 Döner aus oder die Pommes nach oben drauf oder die 5 Kästen Wasser. Sind bei mir wirklich günstig, nutzt es, ne? Spart nicht an der falschen Stelle, wirklich. Das ist, hab das ja schon in so einem Dating-Video gesagt neulich, Leute sind bis zu anderthalb oder sind im Schnitt anderthalb Stunden auf Dating-Apps. Was könnte man in der Zeit Sinnvolles tun? Das ist fucking unfassbar, aber gut. Ist nicht die Frage. Ich habe mal eine andere Frage. Wir sind mit der Firma auf Insta gegangen. Ich bin eine der Hauptprotagonistinnen. Ich bin geschockt, was an Kommentaren unter den Videos passiert. Was, du kriegst? Du kriegst sinnlose, ekelhafte, asoziale Kommentare. Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Sorry, das ist hysterisches Lachen. Und ich merke, wie es mich oft triggert. Ja, ehrlich? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. So. Ja. Und ich am liebsten komplett aggro zurückschreiben würde. Könntest du euch ein Video dazu machen, wie man damit umgeht? Liebe Grüße, Anna Tefkula. Ja, da würden jetzt die meisten sagen, und was auch nicht falsch ist, keine Kommentare lesen. Das greift aber zu kurz. Das können wirklich nur Leute, die auf Social Media sind, mit einer gewissen Reichweite, können ermessen, wie ekelhaft es sein kann. Das ist, also, das, ich, und es sagen alle, also fast alle Content Creator sagen, dass sie sich dann nie komplett dran gewöhnen, ne? Deswegen ist auch der Rat, dir nicht zu lesen, so. Es gibt einfach viele Leute, die sind, weiß ich nicht, feige, frustriert, mit ihrem Leben unglücklich, und wo können sie das ausleben? Ja, unter einem anonymen Social Media Account, ne? Wo sie rumhetzen, rum ihre ganze schlechte Laune, den ganzen Hass auf die Menschen, und können sie ja freien Lauf lassen, ne? Was sie dir ins Gesicht nicht sagen würden, so, ne? Also, ja, es ist, also ich riech mich da fast jeden Tag drüber auf. Man soll es natürlich nicht, und gibt manchmal so, also ich habe auch schon oft manchmal überlegt, dass ich mal eine Zeit lang einfach keine Kommentare auch mehr zulasse, weil natürlich ist das meist immer positiv, aber das wird dir jeder sagen, das hat auch schon Eckhart Tolle gesagt, du hängst ein bisschen an den Negativen, wenn du die überhaupt zu Gesicht kriegst. Du kannst natürlich, gibt natürlich Möglichkeiten, die nicht zu Gesicht zu kriegen, so machen wir es meistens auch. Und aber du kannst da nichts gegen machen, gerade wenn es eine gewisse Reichweite gibt, und gerade die Leute, die plötzlich eine große Reichweite kriegen, sie zum Beispiel in die YouTube-Trends kommen, die ächzen und stöhnen unter den, die sagen, ich will gar nicht in die Trends kommen, weil dann nur neue Leute auf dem Kanal kommen, die nur rumhetzen. Es ist ja auch, ich kann auch sagen, es hat nichts mit dir zu tun, ne? Also natürlich gibt es mal konstruktive Kritik, aber sagen wir mal ehrlich, das meiste, was da, also es ist entweder neutral oder positiv, oder es ist gleich, dann gibt es wenig dazwischen, oder es ist gleich persönlich, ja, dass auf irgendwelchen Schwächen rumgeritten wird, dass so, was weiß ich, zu viel Muskeln hast, zu schön bist und so weiter. Ja, das so ist das die Welt. Und das triggert jeden. So, ne? Und aggro zurückschreiben, ich kann es verstehen, manchmal mache ich das auch, also das ist ganz selten, aber manchmal mache ich es auch. Klar, im Moment fühlt man sich dann besser, aber dann schreibt derjenige auch wieder aggro zurück, beziehungsweise freut sich, dass er endlich ein Feedback bekommen hat, endlich eine Aufmerksamkeit für seinen ekelhaften Kommentar, und ja, und darum geht es ja, um Aufmerksamkeit ganz häufig, ne? Deswegen ist aggro zurückschreiben, glaube ich, letztlich keine gute Strategie. Was ich dir auf eurer Firma empfehlen würde, wäre einfach, ich würde es auch nicht stehen lassen, ne? Einfach großflächig löschen, blocken
und die konstruktiven Sachen eben stehen lassen. Das sollte aber jemand anders machen, nicht du, ne? Also gerade wenn du in einer Firma bist. Und ich glaube, die Situation ist auch noch schlechter, weil normalerweise ist es ja so, dass die Menschen, die auf dem Kanal sind, die haben eine persönliche, also nicht reale, aber eine virtuelle persönliche Beziehung zu dir. Und in der Regel mögen die dich ja auch. Und das heißt, du kriegst natürlich vorwiegend positive Sachen so, ne? Aber wenn du jetzt wird vielleicht auch besser werden mit der Zeit, aber wenn du jetzt neu auf einer Plattform bist und die Leute haben keine Bindung an dich und sind haben vielleicht und vielleicht haben die Erfahrung mit deiner Firma, die nicht positiv sind. Das heißt nicht, dass deine Firma, dass das mit der irgendwas nicht stimmt, aber es gibt ja immer irgendwelche Sachen, die mal schief gehen und dann das melden sich ja meistens die Leute, die negativ drauf sind, so, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch als Frau, muss ich auch ganz ehrlich sagen, noch viel schlimmer ist. Dass du dann noch viel mehr irgendwie geschämt wirst und ich weiß nicht was. Also es ist wirklich, also wer auch immer sagt, lies es doch einfach nicht. Ist doch egal, du kennst sie nicht. Es ist nicht persönlich, der weiß nicht, wie ekelhaft das ist. Also ich kann dich da total verstehen. Vor allen Dingen, wenn man das nicht gewöhnt ist. So, ne? Ich meine, könnt gerne mal Aline fragen, wie sie dazu steht. Wenn du es nicht gewöhnt bist, das ist ätzend, ne? Super ätzend. Und ist auch ein Grund, warum wir einer der Gründe, warum wir unseren privaten Podcast wieder runtergenommen haben, weil man einfach, man sieht einfach keinen Sinn da drin, ne? Da Sachen rauszuhauen, wo du auch noch nicht mal wir hatten mal eine Kooperation, aber das weiß ich nicht. Hast du mal 2,50 Euro verdient? Warum sollst du dich da irgendwie, wie gesagt, auch da waren 90% oder 95% total positiv, aber man will einfach diese Scheiße nicht lesen, so, ne? Gerade wenn man über persönliche Sachen oder spricht, so, ne? Hat man einfach keinen Bock zu, ne? Ist wie es ist. Also ich kann die Welt auch nicht besser machen oder nicht viel zumindest. Aber ich tue, was ich kann. Aber ja, es ist schon, wie gesagt, ich kann dich da total fühlen. Und weiß auch nicht, dass die Leute denken auch nicht nach häufig. Und ich würde dir raten, ich würde das jetzt nicht raten, das nicht zu tun, weil ich meine, sehr wahrscheinlich wird es weniger werden. Also gehe ich mal von aus, weil die werden sich an dich gewöhnen, so, ne? Ich habe am Anfang auch mehr Hate gekriegt, weil die Leute sich erstmal mich gewöhnen mussten und bin auch ein bisschen speziell mit Fußballtrikots und wieso trägst du, wie kannst du es wagen, als Psychologe Fußballtrikots zu tragen? Ja, da werden sich dran gewöhnen, es wird wahrscheinlich weniger werden. Aber es wird nicht aufhören. Ich würde es nicht lesen und würde es von jemand anders löschen lassen und einfach stumpf weitermachen. Ne? Man will ja dem Mob auch keine Macht geben, ne? Und ja, bringt ja nichts. Also wenn ich meine, das ist ja auch kein Privatvergnügen. Firma verdient damit Geld. Du machst da deinen Job, du bekommst Geld dafür, fertig. Ne? Einfach stumpf durchziehen, nicht reingucken. Jemand anders löschen lassen, nicht aggro zurückschreiben, ne? Don't feed the troll. Ne? Wie gesagt, die meisten wollen das echt nur und gehen dann so richtig steil, wenn du zurückschreibst. Und ja, mein volles Mitgefühl, vor allen Dingen für dich als Frau. Ich glaube, das ist noch viel krasser so, ne? Ja, aber trotzdem, diese Sprüche, es hat nichts mit dir zu tun, ist natürlich riesend richtig. Es hat nichts mit dir zu tun, gar nichts, ne? Und es gibt Leute, wenn ich mir so einen Olli Pocher angucke, es gibt Leute, die da, glaube ich, komplett vom befreit sind, aber das ist die absolute Minderheit, so, ne? Ja, herzlich willkommen in der Realität und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.